Ja, was ist denn das? Eine Tiefgaragenetage vollgestopft mit klassischen Automobilen. Und das Schönste dabei, fast alle Klassiker hier stehen zum Verkauf. Diese Tiefgarage fungiert als Showroom der Garage 11. Herr und Hüter dieser Schätze ist Jens Seltrecht, ein Oldtimer-Fan durch und durch. Ein Klassikerhändler in Hamburg-Altona in einer Tiefgarage, was es nicht alles gibt. Jens, erzähl doch mal, wie ging das bei dir eigentlich los? Wie lange bist du schon Oldtimer-Händler? Oldtimer-Händler bin ich jetzt im 6. Jahr. Ich habe es aus dem Hobby angefangen. Also ich habe immer selber einige Oldtimer gehabt, bin historische Tourenwagen-Trophy gefahren, Rallye, also ein Blödsinn, was man so macht. Und habe natürlich wie so ein Quartettspiel immer Autos gekauft und verkauft. Man will immer ein Vetter fahren, man will das fahren, hauptsächlich Italiener früher. Habe in Köln gelebt und hatte immer in schlimmsten Zeiten 12 Autos selbst, alle zugelassen. Und dann bin ich wegen meiner Frau nach Hamburg gezogen, mit meinen Autos im Gepäck. Und habe mir gedacht, anstatt die Autos mal zu Händlern bringen, kann ich das auch selber, wäre ich selber Händler. Und dann kam eins zum anderen, dann kam diese Tiefgarage auf mich zu und ja, bin ich Händler geworden. Bei Jens findet sich ein buntes Portfolio der unteren bis mittleren Preisklasse. Meistens Fahrzeuge der 60er, 70er, aber auch Youngtimer. Ein schräger Renault R15 gefällig? Lieber doch nicht, denn ein paar Meter weiter steht schon die nächste Versuchung auf 4 Rädern. Ich bewege mich ja gerne in einem Preisbereich so bis 30.000 Euro und auch gerne unter 10.000. Das ist ganz spannend eigentlich. Und da ist der Trend definitiv gute gebrauchte Autos, die nicht überrestauriert sind, also schön original sind. Und was gut geht, sind so W126er Mercedes, W107er, das ist das, was die Leute eigentlich haben wollen. Und das schräge Zeug, was ich gerne habe, das kauft keiner. Schräg ist auch dieser TVR der M-Baureihe. Und dieses Exemplar hat sogar etwas ganz Besonderes unter der Motorhaube. Ja, und man mag es kaum glauben. Unter diesem kleinen, flachen TVR mit Kunststoffkarosserie hat sogar ein dicker Ami V8 Platz. Und zwar ein 5 Liter großer V8 mit knapp 300 Pferdchen aus dem Ford Mustang. Und dann erst dieser Klang. Baureihe von TVR wird 1972 vorgestellt. Anfangs kommt ein 2,5 Liter Sechszylinder von Triumph zum Einsatz. Später wird die antiquierte Maschine durch einen 3 Liter V6 von Ford ersetzt. Auch der TVR von Karl Töllner war ursprünglich ein 3000M. So Karl, du bist der Besitzer dieses TVRs. Erzähl doch mal, normalerweise ist das ja ein TVR 3000M, das ist aber jetzt ein 5000M. Wie kommt das? Und da es schon mal mein Traum war, so ein 3000M vielleicht mit einem V8-Motor, mit einem Ford zu haben, habe ich mich dann gleich entschlossen, wenn ich dann schon restauriere und den Motor überholen muss, kann ich auch gleich den 8-Zylinder-Motor nehmen, der sehr viel Spaß macht. Doch auch vom Werk gab es einen 8-zylindrigen TVR, allerdings nur in einer verschwindend geringen Stückzahl von nur knapp 20 Exemplaren. Aber es gibt ja auch ein historisches Vorbild für dieses Auto. Genau, das ist der 5000M, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das Auto gekauft habe, wusste ich das noch gar nicht. Das habe ich also erst dann später erfahren, dass es tatsächlich mal in Kanada offiziell einen 5000M gab, also mit dem 302 Ford-Motor. Und das war im Baujahr 78 und genau das ist auch im Baujahr 78, also passte das sehr gut. Lange, flache Schnauze und ein kurzes, knackiges Heck. Das sind die typischen TVR-Designmerkmale. Alle TVR bauen auf einem Gitterrohrrahmen auf. Die Karosse besteht aus Glasfaser, kurz GFK. Robert juckt bei so einem Gerät natürlich der Gasfuß. Aber Vorsicht, Karl möchte den TVR ja verkaufen. Ich muss sagen, ich bin ja schon in vielen Autos gefahren, aber in einer kleinen, leichten GFK-Karosse mit einem dicken V8 vorne drin, mit 300 PS,
das macht doch ein bisschen Respekt. Er fährt sich sogar überraschend handlich. Also er geht auch gut um die Kurven rum. Man hat nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie übermotorisiert ist oder dass er unsicher ist. Fährt eigentlich ganz anständig für ein Auto, das 35 Jahre alt ist. TVR war bis 2006 eine kleine, aber florierende Sportwagenmarke aus Blackpool in England. Dann war leider überraschend Schluss. Es ist ja unglaublich schade, dass es die Firma TVR, oder man sagt ja eigentlich britisch TBR, nicht mehr gibt. Die Firma wurde damals von so einem reichen russischen Söhnchen namens Viktor Smolensky übernommen. Und der hat die Firma binnen kürzester Zeit dahin gerafft. Robert zählt schon im Geiste seine komplette Barschaft zusammen. Nur für den Erwerb des TVR 5000M wird es nicht reichen. Aber auch für den kleineren Geldbeutel lohnt sich immer ein Blick in die Tiefgarage der Garage 11, dem Reich automobiler Kleinode von Jens Seltrecht.